Im niedersächsischen Landkreis Diepholz hat das Lohnunternehmen Henke seinen Standort. Schon seit 50 Jahren ist der Betrieb von hier aus als Dienstleister für die Agrarbetriebe der Region tätig. Das Lohnunternehmen beschäftigt heute 30 festangestellte Mitarbeiter und ist Ausbildungsbetrieb zur Fachkraft Agrarservice. Für diesen YouTube-Kurzfilm haben wir dem Team Henke bei einigen Frühjahrsarbeiten über die Schultern geschaut. Für die Organisation und Umsetzung einiger Abschnitte dieser Produktion haben wir Unterstützung vom Pumpen- und Gestängehersteller Vogelsang bekommen. Die beiden Vredo-Selbstfahrer sind Baujahr 2015 und 2019 und werden vor allem bei jenen Aufträgen eingesetzt, bei denen die Gülleausbringung in einer Überfahrt mit der Bodenbearbeitung stattfindet. Für diesen Filmdreh haben wir einen der seltenen Aufträge abgepasst, bei dem beide Vredos gleichzeitig für einen Kunden arbeiten. Jeder der beiden 450 PS starken Selbstfahrer kann pro Stunde etwa 120 Kubikmeter ausbringen. Um immer genügend Nachschub am Feldrand zur Verfügung zu haben, kommen bis zu einer Hoffeldentfernung von 15 Kilometern die MAN Agro Trucks zur Verwendung. Seit 2012 ist die Flotte dieser Zubring-LKWs auf 6 Fahrzeuge angewachsen. In die Tankauflieger passen 25 Kubikmeter. Während der Maisernte sind die 400 bis 450 PS starken Zugmaschinen mit Kippmulden bzw. Abschiebewagen ebenfalls in die Transportlogistik integriert. Henke rechnet den Trucks eine Effizienzsteigerung der Gülle-Selbstfahrer in Höhe von 15% zu. Die Gülleausbringung findet mittels RTK-Satellitenspurführung zentimetergenau statt. Das Ziel bei der Arbeit mit den X-Till-Streifenbearbeitungsgeräten von Vogelsang ist es, die Gärreste exakt dort zu platzieren, wo die Nährstoffe auch später von der Pflanzenwurzel benötigt werden. Wie das funktioniert, schauen wir uns ein paar Kilometer entfernt an. Hier ist Mitarbeiter Hansel mit dem Fendt 828 Vario und Maisdrille tätig. Die Gärreste sind mit dem X-Till-Gerät auf einer Tiefe von 12 bis 15 cm streifenweise unterirdisch eingebracht worden. Die Bearbeitung fand auf 26 cm Tiefe statt. Die Horsch Maestro 8RC arbeitet genauso wie das X-Till-Gerät mit einem Reihenabstand von 75 cm. Die gefahrenen und aufgezeichneten Spurlinien des Vredo wurden per USB-Datenstick in das Terminal des 828 Vario eingespielt. Die Saatrille wird so direkt oberhalb des Güllebands angelegt. Auch größere Mengen Kunstdünger können eingespart und in diesem Fall durch ein Mikrogranulat ersetzt werden, welches direkt mit in die Saatrille eingebracht wird. Ein weiterer großer Vorteil der Streifenbearbeitung ist der Erosionsschutz, denn das Bodengefüge wird nur dort intensiv bearbeitet, wo die Lockerung für die Pflanzenwurzeln notwendig ist. Jörg Henke hat das Lohnunternehmen von seinen Eltern übernommen und führt es derzeit zusammen mit seiner Frau Maren. Aber auch die dritte Generation steht bereits in den Startlöchern. So unterstützt Tochter Alina beispielsweise in der Disposition. Der Fuhrpark des Lohnunternehmens Henke umfasst unter anderem 27 Traktoren, 12 Mähdrescher und 9 Feldhäcksler.
Auch 7 gezogene Güllefässer kommen bei Henke zum Einsatz. Darunter dieses Gespann eines Klaas Axion 950 mit 26 Kubikmeter Fass von Meyer-Lohne. Das Fass wurde gebraucht angeschafft und verfügt über ein 30 Meter Schleppschuhgestänge von Vogelsang. Das Lohnunternehmen Henke bringt im Jahr rund 350.000 Kubikmeter Gülle und Gärreste aus. Bei den Selbstfahrern stehen auch noch ein Xerion 3800 und ein Terragator bereit. 2 Drittel werden, wie hier zu sehen, mit dem Schleppschuh- oder Schleppschlauchverfahren ausgebracht. 1 Drittel wird mit der Scheibenegge, Grubber oder der Strip-Till-Technik von Vogelsang direkt eingearbeitet. Ebenfalls beim Düngen der Felder haben wir den neuen Streuer von Rauch erwischt. Kunstdünger lässt sich mit dem Axis H sehr exakt und nach Kundenwunsch verteilen. Viele Landwirte übermitteln für diese Dienstleistung genauso wie fürs Miststreuen oder die Gülleausbringung Ertragskarten, aus denen hervorgeht, wo auf ihren Feldern mehr Dünger benötigt wird und wo weniger. Automatisch werden die Ausbringmengen reguliert und die Nährstoffe optimal eingesetzt. Die Arbeitsbreite des Axis H lässt sich zwischen 12 und 42 Metern auch automatisch nach Ausbringkarte während der Arbeit verstellen. Selbstverständlich beherrscht der Rauchstreuer auch das exakte Grenzstreuen an Feldrändern. Angebaut ist der Axis H am Fendt 820 Vario. Der Schlepper ist zwar bereits 12 Jahre alt, wurde aber damals bereits mit Isobus bestellt. Bedient wird der Düngerstreuer über ein CCI-Terminal. Dieses wird später im Sommer auf einem anderen Traktor auch als Bedieneinheit für eine Krone Big Pack verwendet. Für unser letztes Shooting begleiten wir die Kartoffelpflanzarbeiten. 6 identisch ausgerüstete Kombinationen aus Fendt 724 Vario und Grimme GL 420 sind dafür unterwegs. 45% der deutschlandweit rund 250.000 Hektar Kartoffelflächen befinden sich in Niedersachsen. Der Landkreis Diepholz gehört neben dem Emsland zu den wichtigen Anbaugebieten. Die Kundenaufträge beim Pflanzen bewegen sich für das Lohnunternehmen Henke in Größenordnungen zwischen 30 und 400 Hektar. Der Anbauerfolg bei Kartoffeln hängt maßgeblich mit einer gut vorbereiteten Bodenstruktur zusammen. Nach einer tiefen Grundbodenbearbeitung wird nun beim Legen vorne am Traktor das Pflanzbett mit einer Kreiselegge noch einmal feinkrümelig vorbereitet. Bei der GL 420 handelt es sich um eine 4-reihige Becherlegemaschine mit einem 2 Tonnen fassenden Bunker. Die Beizung des Pflanzguts erfolgt während des Fallens der Knollen in die Furche. Mit dieser Behandlung wird das Pflanzgut gegen Pilzbefall und vor Schädlingen geschützt. Pro Hektar werden 2,5 bis 3,5 Tonnen Pflanzgut benötigt. Das Team Henke pflanzt im Frühjahr insgesamt rund 1200 Hektar Kartoffeln. Zur Ernte stehen gezogene Kartoffelroder und Selbstfahrer bereit. Das Ertragsniveau liegt in dieser Region zwischen 40 und 50 Tonnen je Hektar. Unterwegs mit dem Lohnunternehmen Henke. Mit diesen Eindrücken endet dieser Kurzfilm aus dem Frühjahr. Besucht für weitere Informationen zum Betrieb die Website unter www.lu-henke.de. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Unterstützung mit einem Like und Abo dieses Kanals.